Hi, wir schon wieder. Was viele ja gar nicht wissen, hier beim Kinderparadies oder was es auch immer sein soll, gibt es eine riesen Vogelvoliere. Die ist nur immer zu, weil sie glauben, wir erschrecken die Vögel. Aber hier ist richtig was los. Nymphensittiche, Wellensittiche, komische andere, ganz kleine, Zebrafinken. So sieht das hier aus. Und hier ist wirklich komplettes Vogelgezwitscher. Der guckt mich gerade an. Hallo. Guck mal irgendwie, wie der guckt. Habt ihr so einen schon mal gesehen? Oder so, ne? Guck mal, der hat mich gerade ganz lustig angeguckt. Jetzt knuspert er ein bisschen am Ast rum. Ja, na jedenfalls ist hier richtig was los. Das sieht man nur sonst immer nicht. Ich schätze mal, die glauben, dass die ganzen besoffenen Weiber hier ausflippen würden. Oder was auch immer. Hier ist auch ein irres Gezwitscher. Und wie hübsch die alle sind, wa? Ja, jedenfalls das wird uns fast immer vorenthalten, wenn wir hier sind. Oh, Nest. Wie süß. Zebrafinken. Belehre mich jemand eines Besseren, aber ich glaube, es sind Zebrafinken. Jupp. Und ist alles noch da, ne? Galeria, komisches Kinderparadies, alles noch wie immer. Das stimmt uns fröhlich. Hi Mimi, morgen, wir freuen uns schon. Wumms. Übrigens Mimi, die Burger sind nicht mehr so spitze. Oh, da kommt der komische Hase, der läuft hier die ganze Zeit rum. Die meisten Kinder rennen vor dem Weg und die Hunde bellen den im Harten. Ich glaube, der ist ganz traurig. Der will mir nicht zurückwinken. Der guckt ganz traurig. Okay. Das ist ein trauriger Hase. Guck mal da, das ist nämlich das Maskottchen von mir. So soll der eigentlich gucken, ja? Mimi, du musst den nicht selber versuchen. Der ist wirklich gar nicht lecker, der Burger. Der ist eher so, ew. Aber du wirst den selber probieren. Ich weiß das. Ich kenne Burgers. Die war scheiße. Kalle macht den tot und Chiro nimmt den aus. Den Kalle? Oder den Burger? Den Burger, ne? Ja, den Burger. Ja, ist alles noch so wie immer. Die Bar. Ich weiß nicht, so schnell es schwenkt, aber ich möchte auch nicht hier die wildfremden Leute mit drauf haben, weißt du? Den Hasen? Den Hasen, alles klar, den Hasen hier. Heißt alles noch anders, ne? Das heißt dann nachher alles El Lounge und El Circus. Hier gibt es übrigens eine richtig gute Pizza. Jetzt kommt der Dennis. Das ist der Mann, der hier für die Gastronomie zuständig ist. Das ist ein ganz alter Elbicher. Spielplatz, naja, klar war. Badeparadies ist auch noch da. Uiuiui, toll. Alles wie immer. Da müsst ihr rein, unbedingt, das ist schön. So, ich glaube, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Hallo, ich glaube, ich... Kaffee? Okay, gut, wir gehen erstmal zum Zelt weiter.
Hier standen früher so komische Steinboxen und ich habe mir jedes Jahr das Schienbein kaputt gehauen. Die sind schon lange weg. Oh, nochmal so von hinten. Da brennt schon der erste Aschenbecher. Ich fasse es ja gar nicht. Sind noch gar nicht alle hier? Mal gucken, ob wir ins Zelt kommen. Letztes Jahr konnten wir kurz rein. Mimi, sie rufen nach dir. Hörst du sie rufen? Das Hotel? No, this is apartments on Park. Okay, wie sagt das nochmal? No. Wir gehen gleich noch zum Minigolf. No. Also entweder kriegen wir es auf den Deckel oder es klappt wie letztes Jahr und wir können schon mal ins Zelt gucken. Mal gucken. Oh, guck mal, alles noch leer. Und gar keiner hier. Da ist die Bühne, da ist der VIP-Bereich. Da ist links und da ist rechts. Oh, da ist Security. Okay, jetzt kommt die Security. Jetzt müssen wir abbauen. Naja. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen schön. Ja, genau, Siegfried war das. Siegfried schreit hier nämlich am lautesten, Mimi. Blockhaus. Ach ja, und seit letztem Jahr gibt es ja hier diesen schönen Minigolfplatz. Und weil gerade kein Lüftchen weht, kann ich euch die Fahnen nicht mal zeigen. Aber die hängen hier. Da. Ein bisschen schlapp, ja, aber die hängen. Bullen, oder? Ein ganz leerer Parkplatz. Noch. Die Dinger machen übrigens auch Spaß. Meine Verbindung ist schwach, das heißt, es pixelt alles schon wieder. Tut mir leid. So. Fahrradverleih. Golfanlage, Minigolfanlage. Wie heißt es hier nachher? Eldorado. Hier wird dann das Eldorado sein. Da, ja, die Fahne weht. Ich kann das zeigen. Da bitte, die Fahne weht, ja. Nur, dass er Bescheid weiß. Schicker Spielplatz. Für unsere Verspielten. Und diese kleinen Dinger hier, die machen richtig Spaß. Diese kleinen, was sind denn das Autoscooter? Damit das klar ist, ja. Kinderspielplatz. Hier ist noch mehr Golf. Sieht da jemand mit kurzärmeligem T-Shirt und Rock? Es ist warm. Kinders, es ist warm. Was denn? Was denn? Nee. Ach so. Nichts? Nö. Okay. Schön. Ist schön, oder? Vor allen Dingen bei dem Wetter. Jetzt kommen wir in die Wildnis. Und dieses Jahr gehen wir da essen. Allein schon der Geräusche halber. Die Yummy-Elefanten. Guck mal, der Mülleimer quatscht mich an. Toll, wa? Ja.
Ha, da gibt's aber noch mehr von. Guck mal da. Und Kois gibt es ja auch. Meistens. Manchmal. Ah, da. Ein Koi. Ein großer. Hm? Bis 22 Uhr? Jeden Tag. Okay, cool. Wollen wir noch weiter bis zum Eingang? Mhm. Ja, warum nicht? Okay. Dann bin ich Ihnen allen einmal gründlich und sage ja. Vergesst die Fischis nicht. Habe ich schon. Ich habe schon gesagt, hier gibt es auch Kois. Hörst du, ja? Hm. Elefanten und Gummienten. Wie bitte? What? What? Genau. Wie jetzt? Ich glaube, Angie hat Hunger. Wir müssen bald was essen. Ein Spatz. Ein Spatz. Wir sehen das jeden Tag. Na und? Das ist ein Spatz live vom L Beach. Ich meine, so. Bitte dich. Jeder mag deinen Rose und Regie. Finde ich schon. So, jetzt kommen wir mit dem Eingangsbereich. Oh Gott. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Also wer noch nicht hier war, hier kommt ihr an. Hier ist dann richtig viel los und ich glaube, Betty Ford legt auf, oder? Ich denke, aber ich bin mir nicht sicher. Also entweder die göttliche Betty Ford oder die göttliche DJ Hildegard oder die göttliche Whitney Day, genau, werden dann hier auflegen, hoffentlich. Ja. Hier, die Mülleimer reden immer mit mir, ne? Mhm. Noch ist alles ganz beachig. Hier kommt man dann rein und dann kriegt man schon gleich Urlaubsgefühl. Guck mal, ein Thron. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier stehen jetzt sogar Kicker. Die sind neu. Kicker, ja. Kicker. Sehr geil. Ha. Guck mal hier. Das ist die ganze Anlage. Oh. Nee, ist es nicht. Da fehlen die Bungalows. Aber schön. Und hier ist der Eingangsbereich. Hier ist die Anmeldung. Hier sind die netten. Das ist jetzt nur die nähere Umgebung. Okay. Oh, da sind wir wieder. Hi. Meine Verbindung ist ganz schwach. Ich weiß, es pixelt. Na gut. Ich glaube, ich muss Angie was zu essen geben. Sag das nochmal. Ich bin hungrig. Siehst du? Bis später.